Große Rentnerwut. Bundesregierung beschließt am 27. April 2022 das Energiegeld zum 1.9.2022, aber ohne die Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Die Bundesregierung hat am 27. April 2022 das weitere Vorgehen beim sogenannten Energieentlastungspaket besprochen und hat es gegen mittags 12 Uhr dann auch veröffentlicht. Der entsprechende Gesetzesentwurf wird somit auf den Weg gebracht, weil am 1.6.2022 soll es ja schon losgehen mit dem sogenannten 9 Euro Nahverkehr-Ticket. Geplant sind unter anderem die für 3 Monate befristete Senkung der Energiesteuern auf Sprit auf europäisches Niveau. Damit soll Sprit und also Benzin und Diesel billiger werden. Die Einführung dieses 9 Euro Nahverkehrsticket und Energiekostenzuschüsse für Menschen mit Anspruch auf Sozialhilfe und Familien mit wenig Einkommen. Für Bürgerinnen und Bürger, die lohnsteuerpflichtig beschäftigt sind, Beamte und auch Bundestagsabgeordnete, ja, Sie haben richtig gehört, soll es ab dem 1. September 2022 einmalig einen pauschalen Zuschuss von 300 Euro geben, die sogenannte Energiepauschale. Diese Pauschale wird dann mit dem Lohn im September ausgezahlt. Experten sprechen von rund 100 bis zu 180 Euro netto. Das gesamte Paket wird dem Steuerzahler rund 24 Milliarden Euro kosten, also eine ganze Latte Geld. Rentnerinnen und Rentner, Studenten, Minijobber und Betriebe bleiben bei dieser Energiepauschale von 300 Euro komplett außen vor. Sie werden von der Bundesregierung im wahrsten Sinne des Wortes im Stich gelassen. Vor allem einkommensschwache Rentenempfänger leiden unter den hohen Energiepreisen. Allein am 27.04.2022 hat sich durch die Ankündigung Russlands, Polen und Bulgarien vom Gas abzukoppeln, der Gaspreis auf den Weltmärkten um rund 12% über Nacht erhöht. Nach aktuellen Umfragen sparen 37% der gesamten deutschen Bevölkerung beim Lebensmitteleinkauf, weil sich viele Menschen einfach teure Lebensmittel nicht mehr so leisten können. Massiver Widerstand formiert sich gegen die Pläne der Bundesregierung. Warum werden 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner, Studenten, Minijobber außen vor gelassen? Warum wird nicht zum Beispiel die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel von 7% auf 0% gesenkt? Das würde eine spürbare und sofortige Entlastung für arme Menschen bringen. Vor allem beim Lebensmittelkauf. Wenn wir schon bei der Energiesteuer, also sprich, Sie kennen das unter dem Namen Spritsteuer, eine Absenkung hinkriegen, warum sollte dies nicht bei den Lebensmitteln auch funktionieren? Gerade die Leute, die wenig Geld haben, brauchen hier eine dringende Entlastung. Jetzt ist Zeit zum Handeln. Lassen Sie sich diese Ungerechtigkeiten nicht gefallen. In einem weiteren Video zu diesem Thema sage ich Ihnen, wie Sie Druck auf die Bundesregierung ausüben können. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.